Hi, ich bin Yunus und ich mache eine Ausbildung bei der DEG, der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft. Die DEG ist ein Entwicklungsfinanzierer. Das heißt, sie vergibt Finanzierungen an Unternehmen, die in Entwicklungs- und Schwellenländern aktiv sind. Und sie berät die Unternehmen. Schönen guten Morgen. Als erstes brauche ich einen Cup. Ganz schön was los heute. Während meiner Ausbildung habe ich bereits einige Markt- und Kreditabteilungen der DEG durchlaufen. Und auch meine Aufgaben sind total unterschiedlich. Manchmal unterstütze ich meine Kollegen einfach beim Organisieren von einem Termin. Mal muss ich eine schwierige Bilanz auswerten. Eben alles, was meinen Kollegen dabei hilft, ihre Kunden zu betreuen. Und jetzt geht's auch schon zum ersten Termin heute. Bei Krediten, wie sie die DEG vergibt, gibt's mega viele Daten und Dokumente von Kunden und die müssen verarbeitet, geprüft und eingegeben werden. Die DEG ist übrigens ein Tochterunternehmen der KfW Bankengruppe. Ab nächsten Monat werde ich dort für 6 Wochen eine Stage absolvieren. Heute gönne ich mir mal eine Ausnahme. Normalerweise nehme ich aber das vegetarische Gericht. Es gibt jeden Tag mindestens eins. Und Donnerstag ist Veggie Day in der DEG. Da gibt es dann ausschließlich vegetarisches und veganes Mittagessen. Besonders spannend finde ich den Kontakt mit unseren internationalen Kunden. Die kommen von überall auf der Welt. Eine Krankenhaus-App aus Kenia, ein Hafen auf Jamaika oder eine Kochschule auf den Philippinen. All das sind Dinge, die die DEG mit ihrem Geld möglich macht. Mr. Pavis? Hello, hi, Mr. Kaihan. Hello. Did you have any problems finding us? No, not at all. I just took a taxi and drove. Da fällt mir ein, ich muss unbedingt noch meine Hausaufgaben für meinen Englischkurs morgen machen. Aber jetzt heißt es erstmal perform. Jeden Tag neue Aufgaben und oft andere Kollegen, mit denen man zu tun hat. Das kann auch ganz schön herausfordernd sein. Aber als ein kleiner Teil des großen DEG-Teams leiste ich einen Beitrag zu besseren Lebensbedingungen in Entwicklungsländern. Wenn das nicht cool und motivierend ist? Die DEG bietet übrigens nicht nur eine Ausbildung für Bankkaufleute an, sondern bildet auch Köche und Fachinformatiker aus. Bewirb dich jetzt und werd Teil unseres Teams.